Und heute im schnellen Gericht machen wir einen herzhaften Erdbeersalat. Schaut super lecker aus. Geheimnis ist natürlich das Söschen, was wir zusammen machen. Bresaola passt gut dazu. Grüne Spargel ist super wichtig. Oder einen weißen Spargel. Momentan ist noch Saison. Und am Schluss, wenn ihr noch habt, ein bisschen am Parmesan. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen richtigen so einen Kick einfach. Ha? Guten Appetit. Wie es funktioniert, zeige ich euch. Ich und macht's bitte noch. Schmeckt super lecker. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir mal schönen, herzhaften Erdbeersalat. Also nicht Salatblätter und Erdbeeren reingeschmissen, sondern Erdbeeren, schöne dünne Scheiben geschnitten. Zeige ich jetzt ja eh. Also, dafür brauchen wir grünen Spargel, Parmesan, Bresaola habe ich mitgebracht. Man könnte auch an Parmaschinken verwenden, du könntest auch einen gebratenen Speck, du kannst dann auch ganz weglassen, dass du ein vegetarisches Gericht drauf machst. Alles in Ordnung. Limette, Knoblauch, ein wenig Pinienkerne, Kirschtomaten und in dem Fall schöne große Erdbeeren, habe ich Glück gehabt. Geht natürlich auch mit kleinen gut, je kleiner, desto besser, sagt mir mal, aber die schmecken zurzeit echt fein. Ist einfach Erdbeersaison. Wie es funktioniert, machen wir jetzt. So, wir machen mal ein bisschen Platz hier. Schildchen weg, Erdbeeren mal auf Seiten, hoppala, Erdbeeren auf Seiten, dass wir einfach ein bisschen zuschauen können. Meine Reibe brauchen wir dann für den Parmesan und da mixen wir Söschen. Und jetzt fangen wir aber erstmal mit unserem grünen Spargel an. Die Pfanne ist heiß, ein bisschen Öl rein. Jetzt bin ich ja der Butterkasper, aber bei solchen Gerichten musst du Öl verwenden, weil wenn das einmal kalt wird, haben wir ja das Problem, dass die Butter wieder fest wird und somit dann irgend so ein Fettbätzler, also eigentlich ist ja bloß eine Butterflocke, gell? Das hört sich schon wieder ganz anders an. Also mir wird es ja schmecken, aber es ist trotzdem nicht schön, wenn du dann eine kalte Butter in der Gusch hast. Nimm dir Öl, Walnussöl, Erdnussöl, in dem Fall Sonnenblumenöl. Öl ist ja momentan eh Rarität, das ist das teuerste im ganzen Gericht, aber wurscht. Na? Hier, halben Bund habe ich mal genommen. Schmeißen wir einfach in die Pfanne, roh wie sie ist. Ein bisschen salzen. So, dann machen wir jetzt ein wenig Knoblauch rein. Man könnte Zwiebeln auch noch dazu machen, wird ja gegart. Aber ich finde Zwiebeln, Erdbeeren ist nicht mein Favoritending. Der Knoblauch hingegen passt für mich gut. Passt einfach zum Salat, sag ich mal. Ja. Man könnte jetzt, wenn du gar keinen Knoblauch willst, dann nimm einfach den Knoblauch, drück ihn ein wenig so zusammen, wie es ich gerade gemacht habe, und schmeiß ihn im Ganzen rein. Dann kannst du ihn später wieder rausnehmen. Aber ich, wenn ehrlich bin, mache das. Einzige, was wir jetzt Obacht geben müssen, nicht zu früh reinwerfen, sonst verbrennt uns der Knoblauch und die Sau und der grüne Spargel. Das war wieder Versprecher. Und der grüne Spargel ist noch nicht fertig oder ist halt dann verbrannt. Nein, dasselbe machen wir mit den Pinienkerne. Die machen wir auch da dazu. So. Da dazu schwitzen wir jetzt das an. Und ganz zum Schluss, wenn unser Spargel fertig ist, löschen wir es ein bisschen mit Limette ab. Dann haben wir schon mal ein wenig einen säuerlichen Geschmack. Walgen im Vorfeld, ja, heißt die Zellen zerstören, dass der Saft da drin locker wird. Und dann kann ich es wesentlich besser ausdrücken, als wenn ich den so hart verwende, wie er ist. So, jetzt nehmen wir mal einen Teil von unseren Erdbeeren. Jetzt suchen wir natürlich die, naja, ist eigentlich wurscht. Jetzt wollte ich sagen, jetzt suchen wir erst die kleinen raus, weil dann brauche ich später nicht so viel schneiden. Aber die sind ja alle schon super schön. Da machen wir jetzt nämlich ein kleines Höschen davon. Ja, unser Spargel ist drin. Muss mich drum momentan nicht drum kümmern. Und wenn Sie sagen, was will denn der mit seinem herzhaften? Wenn Sie sich mal erinnern, früher hat es Vanilleeis mit grünem Pfeffer gegeben. Ja, das hat man dann noch, haha,
ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, hat einen klassischen Namen gekauft. Stroganoff war es nicht. Das war das Rindfleisch. Ach, vielleicht fällt es mir noch ein im Laufe der Sendung. Also es hat auf jeden Fall Erdbeeren, Erdbeersoße, grüner Pfeffer, Vanilleeis, Tupfen Sahne drauf, war der Schlager in die 80er Jahre. Und im Endeffekt, also grüner Pfeffer habe ich heute nicht dabei, aber ich habe ein bisschen Salz jetzt da rein. Balsamico, wer jetzt dieses Dunkle nicht macht, weil er sagt, hey, der macht mir meine ganze Farbe kaputt, lass den Balsamico draußen, nimmt nur eine Limette und fertig. Und das Ganze, da, das Ganze mixen wir jetzt. Und dann kriegen wir nämlich ein wenig Dressing, sagen wir mal. Das tröpfeln wir dann drüber. Schau her, kein Wasser, kein nix. 100% Erdbeer. Feine Geschichte. Wenn du natürlich geschmacklose Erdbeeren hast, dann muss es sogar noch ein wenig Zucker rein. Aber in dem Fall einwandfrei, hätte ich gesagt. Kann man sogar noch ein wenig Salz rein. Ja, probiert euer Zeug, damit es alles schmeckt. Und dann ist das in Ordnung. So, wir haben. Naja, ich muss mir noch Löffel holen, merke ich schon. So, schaut her. Das reicht mir schon. Der Spargel hat jetzt einen Biss. Der ist jetzt knackig. Jetzt mache ich meinen Knoblauch und meine Pinienkerne mit rein. Wenn wir viel Lust haben, ne? Nachdem wir ja dann einen roten Salat haben, nehmen wir hier mal die gelben Kirschtomaten raus und machen die auch noch mit in die Pfanne. Einmal, zweimal. Das ist eine feine Geschichte. Das machen wir dann nämlich oben drüber. So. Der wollte nicht. Keine Chance, bleibt drin. Hier mache ich aus. Lasst es in der Pfanne ein bisschen ziehen. Jetzt passt auf. Ihr könnt, wie gesagt, ein bisschen Balsamico drüber machen. Obacht geben, wenn ihr das jetzt einatmet. Das geht richtig auf die Lunge. Ach, riecht schon fein. Also lasse ich jetzt, schau mal, schaut jetzt schon schön aus. Ne? Lasse ich jetzt in der Pfanne einfach so ziehen, dann kann der Knoblauch nicht braun werden, kann nichts passieren. Passt alles. Und nimmt langsam seinen Geschmack an. Passt. Ich hätte jetzt gesagt, ich wische drüber, hol zwei weiße Teller, dann fangen wir an, unsere Erdbeeren zu schneiden. Bis dahin ist das ein kleines bisschen runterkühlt und dann machen wir gleich einen Teller fertig. Also, ich habe gerade meinen Spargel probiert. Der hat noch ganz Hitze, weil ich am kalten Salat die Zunge verbrennt, verstehst? So, hier habe ich meinen ersten Teller schon vorgeschnitten. Könnt ihr nämlich auch Kunstwerk rundlegen, wie ihr Lust habt, wie ihr Zeit habt. Na, schön schneiden, nicht zu dick, je dünner, desto besser. Die Erdbeeren müssen natürlich super reif sein, darf man auch nicht zu reif sein. Also das ist immer Erdbeeren halt, muss ich kann erklären. Da passen müssen sie halt. Schön schneiden, schön drauf. Wenn ich es jetzt als Mittagessen habe, da muss da schon ein bisschen drauf sein und nicht sparsam hauchdünn legen, sondern schon ein Portionchen. Dann kommt ja noch mal Schinken und mal Spargel. Und dann ist das auch wirklich ein ausreichendes Mittagessen zum Beispiel, wo echt lecker schmeckt, wo keiner vollgefressen in die Arbeit zurückgeht, sondern richtig fit ist. Das ist so richtig her. Dieser Energy Food, hätte man heute wieder gesagt. Gell? Da kriegst du ja richtig Feuer und belastet überhaupt nicht. Einfach ein perfektes Sommergericht. So, haben wir schön geschnitten. Gleich drüber wischen, sonst bleibt das Brett braun. Kann später eh wieder mit Essig ablöschen. So, und jetzt haben wir hier unser Söschen, da wenig ist Öl drin gewesen, unser Salz, Pfeffer war drin. Man könnte jetzt, um eine Verbindung zu früher zu schaffen, einen grünen Spargel mit reinmachen, einen grünen Pfeffer mit reinmachen. Wäre natürlich eine Idee. So, schaut her. Und zack, schmecken meine Erdbeeren. Ein wenig säuerlich, ein wenig Süße drin. Perfekt. So, nicht sparen, immer schön drauf. Wer Lust hat, ein paar Tropfen oder Crema gibt es ja. Wobei diese Crema, sollte man mal drauf schauen, was hinten drauf steht. Muss man nicht unbedingt haben. Kann man haben, ja. Und jetzt unser Bresaola. Manchmal ist es ein wenig schwierig, den schön auseinander zu kriegen. Darum immer direkt
aus dem Kühlschrank raus und dann gleich auseinanderziehen, sonst wird es, je wärmer der wird, desto schwieriger wird das Ganze dann. So, na, der geht ja schön hier. Also, da habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Parmaschinken passt genauso. Ganz weglassen, auch in Ordnung. Also, da habt ihr gar keinen Zwang. Was ihr zu Hause habt, legt damit drauf. Selbst Hähnchenbruststreifen oder Hähnchenbrust gebraten würde super funktionieren. Müsst ihr überhaupt keine Bedenken haben. So, und jetzt kommt nämlich unser Farbflex. Tut dem Teller gut. Ja. Schau her. Also, da brauche ich keinen Blattsalat, bloß weil du Salat hast, sondern so ist es doch perfekt. Und ich schwöre es euch, ihr werdet begeistert sein, wie schön leicht es ist. Und ihr geht hoch zufrieden. Essen muss ja zufrieden machen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn ihr jeden Tag Buffreis isst und habt dann irgendwann nach drei Tagen Heißhunger, weil nichts geht. Also sprich, der Körper ist nicht zufrieden. Mit dem Essen dein Körper zufrieden. Kannst du mal gar nicht meckern. Wie machen wir das jetzt? Legen wir hier noch ein bisschen an die Seite hin. Da haben wir noch ein wenig ein Kräuterding. Sehr schöne Geschichte. Also, geht verdammt schnell. Das Geheimnis ist wirklich das Erdbeersüßchen da oben drauf. Ja, und wenn wir das alles einhalten, kriegen wir super lecker Essen zusammen. Guten Appetit, Sommerküche.